Nächster Redner ist Michael Schnedlitz von der FPÖ. Herr Präsident, Herr Kanzler, Hohes Haus. Herr Kanzler, wenn Sie die Frage stellen, wer von den Österreicherinnen und Österreichern gern in einem anderen Land jetzt wäre, dann ist die Antwort logisch nahezu niemand. Sie müssen nur dazu sagen, dass das nicht an Ihrer Politik liegt. Das liegt daran, dass wir in einem großartigen Land leben. In einem großartigen Land, das unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern aufgebaut haben. Und nicht sieben im Jahrgang 1986. In einem Land mit einer großartigen Bevölkerung. Und ich habe schon gesagt, dass diejenigen aufgebaut haben, die Sie jetzt wegsperren. Und das muss man auch mal aussprechen. Sie schützen nämlich unsere Eltern und Großeltern und Urgroßeltern nicht. Sie sperren sie weg. Das ist Ihre Politik zur Bewältigung der Krise. Aber ich darf Ihnen eine Gegenfrage stellen. Wann haben Sie sich dazu entschlossen, nicht der Bevölkerung zu helfen, sondern die Krise dazu zu missbrauchen, um Politik zum Selbstzweck zu leben? Politik zum Ernten der Früchte, wie wir mittlerweile alle wissen. Wann war dieser Zeitpunkt? Wann war der Zeitpunkt und wann haben Sie sich dazu entschlossen, statt Krisenmanagement zu leben, allein auf Krisen-PR zu setzen, wie Sie jetzt mit Ihrer Rede und Ihrer Wortmeldung wieder gut bewiesen haben? Gebraucht hätte die Bevölkerung nämlich genau etwas anderes. Die hätte gebraucht Ordnung und Klarheit statt Chaos, Schutz und Hilfe. Schutz zum Beispiel bei der Schutzausrüstung, die Sie abgelehnt haben. Das haben Sie in Ihrer Anfragebeantwortung vergessen dazu zu sagen. Schutzausrüstung, die bis heute nicht im ausreichenden Maße vorhanden ist. Zum Beispiel in den systemrelevanten Sparten. Jeder Österreicher schüttelt den Kopf, wenn er sieht, was bei der Post los ist. Na, warum ist es dort so? Weil sie dort nicht für ausreichend Schutz sorgen. Und jeder Österreicher ärgert sich, dass sie den Weg gehen, den ich vorher schon angesprochen habe, dass sie unsere ältere Generation wegsperren, anstatt für Schutzausrüstung zu sorgen, damit wirklich Besuche, menschenwürdige Besuche und menschenwürdige Umstände möglich sind. Aber nicht nur, dass Sie beim Schutz versagt haben, Sie versagen auch tagtäglich bei der Hilfe, koste es, was es wolle. Diesen Spruch kennt jeder Österreicher und jede Österreicherin. Und wir haben es schon richtig gehört vom Kollegen Matznetter. Warum haben Sie sich eigentlich dazu entschlossen, dass nicht Sie helfen, sondern dass diese Rechnung aller koste es, was es wolle, die Bevölkerung zahlen muss, dass es die Unternehmerinnen bezahlen muss, dass sie sich selbst helfen müssen. Und zum allen Überdruss nicht nur, dass Sie nicht helfen, Sie torpedieren diese Selbsthilfe auch noch. Mit Ihren Maßnahmen und Ihren Verordnungen und dem Chaos beim Hochfahren. Da wundert es mich nicht, sehr geehrte Damen und Herren, warum Sie bis heute an der Maskenpflicht so festhalten, damit die Bevölkerung wahrscheinlich nicht sehen muss, die beschämenden Gesichter, die sich mittlerweile darunter befinden. Und wenn Sie schon nicht helfen wollen, dann hören Sie doch endlich auf, diese Selbsthilfe so zu torpedieren. Mit Ihren Maßnahmen und Verordnungen, die die Bevölkerung und die Wirtschaft auch beim Hochfahren mit voller Härte treffen. Maßnahmen und Verordnungen, wo sie mit Strafen mit voller Härte gegen die Bevölkerung vorgehen. Verordnungen, und das schlagt dem Fass den Boden aus, die für sie selbst anscheinend nicht gelten. Rund 40.000 Strafen wurden ausgestellt. Strafen unter anderem gegen 14-jährige Kinder in Höhe von 360 Euro, obwohl nur eine Obergrenze von 300 Euro möglich wäre. Ersatzfreiheitsstrafen für Kinder, obwohl das gar nicht vorgesehen ist. Strafen gegen Bürger, die spazieren gehen. Sogar Warnschüsse wurden auf die Bevölkerung abgegeben, wie wir alle wissen. Und was machen Sie selbst? Das lässt sich leicht festmachen. Festmachen an Ihrem Auftritt im kleinen Walsertal und auch festmachen am Auftritt des Bundespräsidenten weit über die Sperrstunde hinaus. Niemand in diesem Land versteht mehr, und es ist für eine Demokratie absolut unwürdig, wenn man für die Bevölkerung andere Maßstäbe ansetzt als für schwarz-grüne Politiker, als für Kanzler und Bundespräsident. Und ich sage Ihnen in aller Deutlichkeit, hören Sie auf, die Bevölkerung wie Untertanen zweiter Klasse zu behandeln, während Sie Maßnahmen und Ihre eigenen Verordnungen für sich selbst nicht als Maßstab heranziehen. Das ist in einer Politik, in der Demokratie nicht vertretbar.
Und wenn Sie auch nur einen einzigen Funken Anstand besitzen, dann gibt es einen Weg heraus. Einen Weg, in dem Sie eine ehrliche Selbstanzeige einbringen. Eine Selbstanzeige zu den Vorfällen im kleinen Walsertal. Selbes gilt im Übrigen auch für den Herrn Bundespräsidenten. Im Volksmund würde man sagen, Ober vom Hohen Ross. Dann verstehen Sie auch vielleicht, wie es der Bevölkerung unter Ihren Verordnungen geht und wie es den 40.000 Menschen geht, die Sie mit Ihren Verordnungen gestraft haben. Und wenn dieser Schritt erledigt sich, dann befinden Sie sich wieder dort, wo die Politik hingehört. Und zwar auf Augenhöhe mit der Bevölkerung. Auf Augenhöhe mit der Bevölkerung, die unter Ihren Maßnahmen und unter Ihren Verordnungen jetzt so leidet. Und dann, sehr geehrter Kanzler und sehr geehrte Damen und Herren der Regierung, dann folgt der zweite Schritt. Dann gestehen Sie sich ein, dass Ihre Politik zum Ernten der Früchte der falsche Weg ist. Verabschieden Sie sich von Panikmache und Symbolpolitik und stampfen Sie die unnötigen Verordnungen ein, an die Sie sich selbst nicht halten. Und als dritten Schritt, sehr geehrte Damen und Herren, erlassen Sie dann eine Generalamnestie für all jene, die gestraft wurden. Und dementsprechend darf ich auch den Antrag einbringen, einen Antrag des Abgeordneten Schnedlitz und weiterer Abgeordneter. Der Nationalrat wolle beschließen, die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung werden aufgefordert, per Erlass sicherzustellen, dass alle Verwaltungsstrafen, die auf Basis von Covid-19-Verordnungen und Gesetzen eingeleitet wurden, eingestellt werden. Bereits bezahlte Strafgelder sind rückzuerstatten. Wenn Sie diesen Fehler dann auch wieder gut gemacht haben, dann sollten Sie das machen, was es seit März gebraucht hätte. Verabschieden Sie sich von der Politik zum Ernten der Früchte und sorgen Sie für Schutz und Hilfe. Sorgen Sie für Schutzmaßnahmen gegen eine zweite Welle. Bekämpfen wir gemeinsam das Virus, allen voran mit qualitativer Schutzausrüstung, mit ausreichend Testungen. Und schlussendlich sorgen wir für eine echte unbürokratische Hilfe, um das aufzuräumen und den Scherbenhaufen wieder wegzumachen, den Sie angerichtet haben. Zu diesem Schulterschluss reiche ich Ihnen die Hand, ein Schulterschluss, der der österreichischen Bevölkerung wirklich hilft. Michael Schnedlitz von der FPÖ war das. Er kritisiert hohe Strafgelder für Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen, die sogar Jugendliche bekommen hätten.